zeige ich euch eine vegane Variante zum Beef Tartare. Und zwar mache ich ein Tartare aus roten Rüben. Die Zutaten, die ihr dafür benötigt, schreibe ich wie immer auch in die Infobox. Also als erstes müsst ihr die roten Rüben in Salzwasser kochen. Ich habe das jetzt schon gemacht, weil die recht groß sind und das bei mir jetzt wirklich lang gebraucht hat. Also meine waren, glaube ich, eine Viertelstunde im Wasser. Aber das hängt halt davon ab, wie groß die roten Rüben sind. Und jetzt schäle ich die roten Rüben. Die roten Rüben viertel ich jetzt noch und dann werden sie grob gerieben. Als nächstes schneide ich die Zwiebeln und die Kapern klein und presse eine halbe Zitrone aus. Jetzt kommt noch ein Schluck Olivenöl dazu und dann schmecke ich das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Das Tartare selbst ist an sich jetzt fertig, aber ich mache dazu jetzt noch ein Knoblauchbrot. Mein fertig angerichtetes Essen. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, das Ganze ist wirklich eine sehr feine, vegane Alternative zu einem Beef Tartare und es ist sehr, sehr leicht zu machen. Also ich würde euch wirklich empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Bis zum nächsten Video.